Mit 4 Jahren hat Benedetta Musso das Tanzen begonnen, damals noch in ihrer Heimat Italien. Mit 11 ging sie zur Ausbildung an die Bolschoi-Akademie. Heute Vormittag tanzte sie bei der Matinee der Heinz-Bosel-Stiftung. Heinz Bosel war einst ein begnadeter Tänzer, seine Partnerin Constanze Vernon, das Traumpaar auf der Ballettbühne. Doch Bosel starb 1975 mit nur 27 Jahren. Die prima Ballerina gründete vor nunmehr 40 Jahren die Bosel-Stiftung. Einst als Leistungszentrum konzipiert, unterstützt die Stiftung heute angehende Tänzer und ebnet den Weg in den Beruf. Nur 16 Tänzerinnen und Tänzer gehören der sogenannten Junior Company an. Eine von ihnen ist Benedetta Musso. Jetzt sind alle meine Träume wahr geworden. Jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich das Gefühl, ich bin im Einklang mit der Welt. It's a feeling of like you are in peace with the world. Heute leitet Ivan Lischka die Bosel-Stiftung. Er kümmert sich um seine Schützlinge, auch wenn er manche Verrenkung nicht wirklich gut heißt. Regelmäßig ist das junge Ensemble auf den Bühnen in ganz Deutschland unterwegs. Das schätzt auch Severin Brunhuber. Und da haben wir schon größere Chancen, genommen zu werden. Und ja, sozusagen, ja. Türen stehen offen, überall. In allen großen Ballettkompanien europaweit sind die Absolventen der Heinz-Bosel-Stiftung mittlerweile zu finden. Von der Klassik bis zur Moderne reicht die Ausbildung. Diese Vielfältigkeit und auch die Tanzbegeisterung des Nachwuchses überzeugte heute das Publikum im Nationaltheater.